Ja, welches Produkt darf ich euch heute vorstellen? Es ist leider unser Extra-Chef. Unser Extra-Chef, kurz zur Erklärung, wir haben einen Deckel, so wie bei Speedy Boy und Speedy Girl. Dann haben wir hier noch einen Verbindungsring, den Quirler, kennt ihr auch vom Speedy Girl, einen Trichter und das Messer mit dem Messerschutz. Unser Behälter hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter. Also 1,2 Liter. Aber bitte füllt es nicht mehr als bis zur 800 Milliliter Grenze ein. Ihr habt es da ganz schön, da ist eine fette Linie. Also über die solltet ihr einfach nicht drüber gehen, weil dann einfach das Messer es nicht mehr schneiden kann. Unser Quirler, der ist zum Verquirlen, wie es der Name schon sagt. Und unser Trichter, das zeige ich euch ganz kurz, den gebt ihr da vorne in den Deckel hinein und dann habt ihr da ein kleines Loch, das sieht man ganz schön. Das ist zum Beispiel für Mayonnaise machen und solche Sachen. Und wenn ihr den Trichter dreht, seht ihr, dann wird die Öffnung größer oder kleiner. Das ist einfach nur dazu da, wenn du zum Beispiel Mayonnaise machst, wie langsam das Öl hineinfließt. So, ich zeige euch jetzt aber ein ganz schnelles Eiaufstrichrezept. Super lecker. Was benötigen wir dafür? Ganz klar Eier. Wer möchte, kann natürlich Zwiebeln reingeben. Das ist Geschmackssache. Dann fangt ihr natürlich mit der Zwiebel an. Ich habe die Eier jetzt hineingegeben. Dann setzen wir den Deckel auf, drehen ihn. Ihr hört es ganz genau einrasten. Und dann bitte immer waagrecht ziehen, nicht nach unten oder nach oben. Ihr seht dann, das geht super schnell. Und dann zieht ihr einfach so fein, wie ihr ihn wollt. Ich möchte ihn immer ganz fein, deswegen ziehe ich immer öfter. So, ihr seht, das ratzfatz geht das. Und dann kommt auch schon die Mayonnaise hinein. Hoppla, so. Wenn jemand keinen Mayonnaise möchte, ist es jetzt auch kein Problem. Dann nimmt er einfach statt der Mayonnaise einen Frischkäse. Kann man natürlich dann gleich einen Kräuter nehmen. Aber das ist halt wie gesagt wieder Geschmackssache. So, dann tun wir ein bisschen salzen. Ein bisschen pfeffern. Und dann geben wir ein bisschen Schnittlauch hinein. So. Super. Dann wieder den Verbindungsring, den Deckel und weiterziehen. Man könnte jetzt statt dem Messer natürlich den Quirler nehmen, aber ich will, wie gesagt, die Eier ganz fein, deswegen mache ich es einfach mit dem Messereinsatz fertig. Ist gleich ein kleines Armtraining, Oberarmtraining, jetzt wo die Fitnessstudios eh zu haben. So. Und dann ist das auch schon fertig. Wenn man jetzt sagt, man möchte es ein bisschen flüssiger haben, wäre es kein Problem. Einfach nur die Mayonnaise hinzugeben. So, das machen wir jetzt mit den Fingern. Bitte nicht mit der Teigspachtel, sonst zerkratzt ihr euch die. Das Messer nicht einfach auf die Seite legen. Wenn ihr das umdreht, hat es im Deckel Platz und es bleibt auch stehen. Das heißt, du schneidest dich nicht. So, und dann geben wir das Ganze in unsere Clearline hinein. So, dann können wir da den Deckel drauf geben. Vielleicht noch einen frischen Schnittlauch drüber geben. Dann schaut das einfach wieder netter aus. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank, beziehungsweise ab auf den Tisch. Ihr seht, ratzfatz ging es, ratzfatz geht es. Mit unserem Extra-Chef kannst du natürlich nicht nur Aufstriche machen. Nein, deine eigene Suppenwürze ist möglich. Dafür bekommt ihr natürlich ein Rezept. Aber auch Pestos in größeren Mengen ist möglich. Ich koste es.
Schmeckt prima. Unseren Extrastift kriegst du jetzt noch bis 2.5. um nur 82,50. Als Gastgeberin könntest du minus 50% noch nehmen. Viel Spaß!